Weiter geht's mit dem vierten Einzel zwischen Thiago Apollonia und Matthias Falk. Gut, bitte. Baut wie im ersten Spiel. Von Thiago. Und der Höhen für Thiago. Starker erster Satz von Thiago. An diese Leistung musste er anknüpfen. Hier kam nun Falk wieder mit dem Vorhandschuss. Richtig starker Gegentopfen von Thiago. Gute Eröffnung von Matthias Falk, arbeitet gut und punktet zum 1:1. Aus dem Handgelenk, diese Rückhand. Schauen Sie sich die Rückhand parallel. So hat sie damit nicht gerechnet. Vorsprung nicht wirklich ausbauen. Deutlicher und deutlicher. Nur noch 2 Punkte vom Satzausgleich entfernt. Mit Matthias Falk diese Vorhandbälle schießt. Glück, aber unglaublich. Und den ersten Satzball nutzt Matthias Falk und gleich zum 1:1 Was aus. Falk, der nun in dem zweiten Satz. Aber das teilt sich daher. Ja, gehört ja auch zur Familie, sozusagen. Ist jetzt keine Konkurrenz zu uns. Nein, überhaupt nicht. Wobei du schon auch echt unangenehm spielst, das darf man an der Stelle schon auch sagen. Ja, man tut, was man kann. Nee, also wir sind aber. Wie wichtig findest du es generell, dass es so ein Projekt wie die TPC gibt? Also wir sind, haben Florian kennengelernt, er ist auf uns zugekommen, ob wir ihn unterstützen können. Haben wir uns überlegt.
stellt sich die Frage, wer wird besser in diesen Satz starten? 1-0, damit die Führung für Thiago. Starker Winkel bei dieser Rückhand von Matthias Falk. Ziehen zu lassen. Offensiv übernommen. Wahrscheinlich öfters die Rückhand im Laufen, um erfolgreich zu werden in diesem Spiel. Ein langer Ballwechsel, Falk in der Defensive. Und der Punktgewinn für Thiago gleicht aus zum 4:4. Was für ein schöner, langer Ballwechsel. Liga-Partien finden ja erst am Wochenende statt. Schubt den Ball zurück, Thiago kann anziehen. Und dann Matthias Falk sein zum Erfolg. Mit viel Spin über die Vorhand von Falk. Down the line, wie man es im Tennis sagen würde. Richtig. Für den Rest des Spiels 7:6 liegt er vorne. Und wieder der. Grandioso Flip in die Tiefe. Auf 2 Punkte aus. Dieser Matthias Falk, wie er mit der Vorhand teilweise die Bälle. Im Fall. Wie Matthias, wenn er diesen Satz noch abgeben muss. Aber schade. Falls Thiago Apollone diese Partie gewinnen wird. Falk. Wieder ein glücklicher Ball, aber Thiago kommt zurück in den Ballwechsel und holt sich den Punkt. Und den 4. Satzball nützt er. Matthias Falk wirft seinen Schläger. Weiter geht's im 4. Satz mit der 2:1 Satzführung für Thiago. Noch einen Satz braucht er, um das Entscheidungsdoppel bei 2:2 zu erzwingen. Aber falsch.
Herzen. Zum 40 Jahren. Hier vorne. Eigentlich ein leichter Rückhandfehler von Thiago. Somit 11:8 für Matthias Falk, der sich den 2:2. Perfect point for a perfect shot, please. Entscheidender Satz im Duell der beiden Einser. Den ersten Punkt kann Matthias Falk für sich verdienen. Die Vorhand von Falk nichts gebracht, er hat damit geahnt. Ins Ballwechsel. Schön die Rückkehr. Mit der 6:3-Führung von Thiago. Und auch den ersten. Führung. Wieder im Netz. Weltmeister zu gewinnen. Nur noch ein Punkt. Unglaublich. War. Ich bin gespannt, wer doppelt auflaufen wird. Den sechsten Matchball nutzt er und gleicht zum 2:2 aus. Somit kommt es nun zum Entscheidungsdoppel, dem fünften Spiel des heutigen Abends.